Dies ist ein erstes erklärendes Video zum Thema Snap for Arduino und es geht um den Editor. Diejenigen von euch, die mit Snap schon mal programmiert haben, werden sofort erkennen, dass der Editor sehr ähnlich ist. Das, was neu hinzugekommen ist, sind die Befehle hier zum Arduino. Dazu aber später nochmal mehr. Der Editor ist im Wesentlichen in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal habe ich hier die ganze Befehlsübersicht. Ich kann hier noch aus verschiedenen Kategorien Befehle auswählen. Und dann hier in der Mitte die Programme aus diesen Befehlen zusammenstellen. Ein Programm bezieht sich immer auf ein einzelnes Objekt. Im Moment habe ich nur eins. Wie viele Objekte ich habe, kann ich hier auch nochmal sehen. Wenn ich hier diese Schaltfläche klicke, werden einfach Objekte hinzugefügt. Und jetzt kann ich durch Anklicken der Objekte entscheiden, welches Objekt ich denn hier programmieren möchte. Das mache ich, indem ich einfach hier die Kategorie auswähle und den Befehl, den ich haben möchte, hier herüberziehe und mir so dann ein Programm für ein Objekt zusammenstelle. Das, was ich da programmiert habe, kann ich hier in diesem Fenster anschließend sehen, wenn ich dann das Programm hier über die grüne Fahne starte, anhalte oder auch wieder stoppe. Ich kann auch den Hintergrund programmieren. Der Hintergrund ist hier die Bühne. Auch hier kann ich ein Skript einfügen. Das muss nicht immer unbedingt starten, wenn die grüne Fahne angeklickt wird. Ich habe hier auch weitere Optionen. Das kann auch mitten im Verlauf erst starten. Ich habe auch die Möglichkeit, das Aussehen zu ändern. Das Aussehen sind hier die Kostüme. Ich kann also den Hintergrund ändern. Ich kann mehrere Hintergründe einfügen und genau das Gleiche kann ich bei den Objekten auch machen. Ich kann auch das Aussehen der Objekte ändern. Ich kann auch das Aussehen der Objekte während des Ablaufs verändern. Das mache ich hier über Aussehen, indem ich einfach andere Kostüme anziehe. Wenn ich fertig bin und das Projekt speichern möchte, dann kann ich das hier oben tun, entweder indem ich mich bei Snap anmelde und das dann in der Cloud abspeichere, oder ich kann es als XML-File exportieren und anschließend wieder importieren und so auf meinem Rechner speichern. Neues Projekt wird hier eingelegt, einige Einstellungen habe ich hier. Ich denke, das sind die wesentlichen Informationen, die ihr braucht, um mit dem Editor umgehen zu können. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr alle wesentlichen Informationen auch verstanden habt.